Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. Wii für die Wii zu einer kleinen Mini-Aufnahmesession. Wir wollen heute nur zwei Folgen aufnehmen. Denn ja, ich muss ein bisschen Restvideos noch produzieren, damit halt der Lückenfüller klappt bis praktisch nach dem Aufenthalt von Steffi bei uns zu Hause hier. Mein Geburtstag ist mittlerweile auch vorbei. Vielen, vielen Dank für die ganzen Glückwünsche. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Und ja, jetzt wollen wir hier weiter starten. Ich will mal kurz gucken. Falscher Knopf. Ihr seht, ich bin schon wieder mit der Steuerung nicht vertraut. Eins wollte ich drücken. Ich wollte mir doch irgendwie eine kleine... Ja, nehmen wir mal einen Pinguin. So viel werden wir schon wahrscheinlich gar nicht brauchen. Denn ich möchte mir nur einen kleinen Vorteil verschaffen, dass ich schon mal groß bin, während wir hier in dieses Schloss reingehen. Das haben wir nämlich beim letzten Mal nicht geschafft. Ich überlege gerade, was das für eine tolle Stelle war. War das das mit den... Ich werde es wahrscheinlich gleich sehen. Also ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Ah, okay, irgendwie war hier was. Ja, okay. Das ist das Problem, ne? Es ist über eine Woche her, dass ich gespielt habe und ich weiß, ich war irgendwie zu unkonzentriert. Ich hatte kurz bevor Steffi ankam noch eine Runde aufgenommen. Das ist mir noch bewusst. Dann war ich im Pinguin. Ich glaube, das ist besser. Wir müssen einfach mal gucken. Es war, glaube ich, nichts allzu Schweres. Ich habe mich einfach nur blöd angestellt und deswegen schauen wir mal. So, zack, zack. Ah, okay. Ja, mir fällt gerade ein, dass die, komm mal her. Perfekt damit. Die Geheimnisse waren nicht ganz so geil. Ach, scheiße. Okay, den nehmen wir schon mal mit. Oh, komm ich gar nicht runter? Doch. Plopp. Sehr gut. Immerhin haben wir die erste Münze schon mal. Die eine war in so einer ganz blöden Röhre versteckt. Ah, ja, ja, das war knapp. So, wir sind schon wieder hier. Gibt's hier nochmal eine Blume? Das freut mich. Die ist, glaube ich, fürs... Also für den Geheimgang ist nicht zwingend erforderlich, aber sie hilft natürlich. Ne? Eine Blume hilft immer. Den können wir zum Glück einfach umhacken. Okay, den heben wir mal eben hoch, wollte ich sagen. Oder auch nicht. Bin gerade zu doof, den hochzuheben. Wie war denn das nochmal? Das ist schlimm, ne? Ich krieg's schon wieder nicht hin. Egal. Ja, das passiert dann dabei. Geh weg. Lassen wir die einfach mal da, wo sie sind. Da unten ist die grüne Röhre, die ich rein muss. Genau, ich erinnere mich. Da werden wir jetzt mit Sicherheit noch ein, zwei Mal dieses Teil brauchen. Ah, ich warte noch einmal eine Runde. Da kommen wir hoffentlich mit einem normalen Sprung rein. Aber ich glaube, dass das tatsächliche Problem die dritte Münze war. Auch wenn ich nicht mehr genau weiß, was das Problem da war. Oh, ich bin reingekommen. Oh. Gut. Ach, ja. Okay, das war dieser Scheiß. Okay, ja. Ich erinnere mich. Dunkel. Jetzt müssen wir gleich mal gucken. Okay, das war das. Hier gibt es noch mal eine Eisblume, das ist natürlich schön. Da unten kann man runter, aber ich will einfach nur hier hoch, genau. Und hier war nur eine Röhre. Okay, das war gar nicht so schlimm. Aber irgendwas war hier noch. Ich habe das in Erinnerung, dass da noch eine ganz beschissene Münze war. Okay. Da ist einfach Timing gefragt. Das war es nicht. Aber wir haben Leben bekommen. Das ist auch nicht verkehrt. Oh, das ist knapp. Da haben wir fast wieder selbst bestraft. Und da gibt es nochmal eine Blume. Ich bin sehr dankbar dafür. Oh, 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 da oben ist was. Habe ich das beim letzten... Die habe ich beim letzten Mal bestimmt nicht gesehen. Ha! Okay, dann haben wir ja zumindest die Münzen jetzt. Nein! Boah! War das gefährlich. Okay, einfach ein bisschen früher anhalten, dann klappt das. Das hat auch geklappt. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal einfach die Münze nicht gefunden. Kann das sein? Oder, ich bin beim Boss gestorben. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich guck doch mal, gibt es hier was Besseres? Nee. Kein Item am Schluss? Na gut, oder ist da irgendwo noch versteckter Block in der Mitte? Kann sein. Aber ihr seht, es klappt auf jeden Fall besser, wenn man ein bisschen ausgeruhter ist und wenn man nicht, kurz danach irgendwie Stress geplant hat. Was heißt Stress? Ist halt kein Stress, wenn Steffi hier ist. Aber ja, ich musste halt noch ein bisschen aufräumen und so. Es war ein bisschen Zeitdruck, sagen wir mal so. Und jetzt habe ich halt keinen Zeitdruck im Nacken. Das ist das Schöne. Übrigens, diejenigen, die mein Unboxing gesehen haben, mein Geburtstags-Unboxing sozusagen, den sei gesagt... wie mache ich das jetzt? Okay. Bam. Was? Ich bin auf deinen Kopf gesprungen, du Penner. Der geht nicht weg.
glaube, ich werde das nicht überleben. Hier geht er hinten hin. Ja. Er kündigt sich an, okay. Ah, ich hab dich. Weg! So. Gut, er bleibt auch immer beim Drehen auf seinem Teil da. Ja, ist wieder hier. Komm her! Jawohl! Ich hab ihn! Geil! Da hab ich jetzt nicht mitgerechnet. Huhu! Ja. Also, was ich sagen wollte, die mein Geburtstags-Unboxing gesehen haben, die wissen ja, dass ich Jurassic World Evolution 2 für PlayStation 5 bekommen habe. Und ich habe mich inzwischen mit Krawattennadel auseinandergesetzt und er hat mir gesagt, ja klar, kein Problem, darfst du gerne verkaufen das Spiel und dir das nochmal für die PS4 holen. Hat er überhaupt nichts gegen, dafür bin ich sehr, sehr dankbar, werde ich auch machen. Weil, nee, der PS5 ist aktuell nicht drin und die will ich mir auch jetzt nicht zulegen. Deswegen, ich werde das Spiel jetzt wahrscheinlich heute Nachmittag noch reinsetzen. Mit heute Nachmittag meine ich den Sonntag, den 14. November. Und wahrscheinlich werde ich es noch wieder reinsetzen. Also, falls ihr Interesse habt, guckt bei eBay einfach mal nach, ist es drin. Und dann werde ich es mir für PS4 nochmal gönnen. So, das zu dem Thema. Okay, aber ich freue mich schon wahnsinnig auf das Spiel, das muss ich schon sagen. Also, ja. Da bin ich schon ein bisschen heiß drauf. Das werde ich erstmal privat ziemlich suchten, denke ich mal. Wenn ich dann privat noch Zeit finde zum Zocken. Okay, wir speichern das auf jeden Fall ab. Habe ich eigentlich alle Sternmünzen? Anscheinend nicht. Jetzt hätte ich ja eine Mitteilung bekommen. Okay, ja, wir machen jetzt trotzdem erstmal weiter. Weil ich weiß jetzt gerade gar nicht, welche Sternmünzen mir genau fehlen. Und da habe ich jetzt auch nicht schlau gemacht. Ich dachte, ich hätte keine mehr übersehen. Aber anscheinend fehlt mir noch eine. Oh, was ist das denn? Oh, anscheinend ist das so ein halbes Scrolling-Level. Da kommt ja anscheinend Lava von hinten an. Okay. Ob mir das gefällt, weiß ich nicht. Aber. Ja, gut. Die Felsen von oben stören mich jetzt aktuell noch nicht so extrem. Geht das wieder runter? Bitte? Danke. Ah, ja. Wow. Es ist interessant. Aber die Musik kennen wir doch. Hatten wir die nicht schon in der. In der Wüstenwelt? Oder zumindest so ähnlich? Ja, vielleicht so ähnlich. Ja, ganz clever, Alex. Hast du wieder gut hingekriegt. Ich habe noch keine Münze gefunden. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Oh, was war denn das? Hier kamen gerade Münzen angeschossen. Ich habe gedacht, vielleicht muss ich die ja einsammeln. Aber nee, hat nichts gebracht. Ein paar Leben einsammeln hier. Oh, da oben. Scheiße. Ich muss da hoch. Das könnte knapp werden. Ich hab's. Was? Also, ich für meine Verhältnisse habe gedacht, ich wäre auf seinem Kopf gelandet. Aber gut. Ja, kann man drüber streiten, gebe ich zu. Ja, gut. Aber ist machbar, das Level, denke ich. Und es war, glaube ich, auch die erste Münze, wenn ich das richtig gesehen habe. Von daher, alles gut. So, gib mir bitte mal den Pilz, den will ich haben. Dankeschön. Am besten hätte ich. Vielleicht auch direkt hinterher eine Blume oder so. Ja, gut, da war ich etwas nah an der Lava. Ich gebe es zu. Trotzdem bin ich jetzt schon froh, dass ich das Schloss eben auf Anhieb geschafft habe, ohne zu sterben. Da muss ich sagen, habe ich gut gemacht. Ich muss mich auch mal loben. Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, der Pilz ist weg, das ist gemein. Ihr kommentiert sehr viel und gebt mir fleißig Tipps. Das ist sehr, sehr nett von euch. Ich finde das richtig nett. Und ja, das hat mir auch schon geholfen. Ich sollte vielleicht doch wieder ein bisschen aufpassen. Das hat mir auch wirklich geholfen. Vor allem, was so einige Sachen angeht, diesen Dreifachsprung zum Beispiel, da hatte mir auch einer geschrieben, den gibt es schon länger, schon seit Mario 64. Da ich ja Mario 64 nie gespielt habe, wusste ich das halt nicht. Der Nintendo 64 ist ja direkt an mir vorbeigegangen. Also, das war so eine Konsole, die wollte ich irgendwie nie haben. Ich fand die irgendwie. Weiß nicht, ich fand sie grafisch immer hässlich. Ich weiß nicht warum. Ich hatte zu der Zeit schon eine PlayStation 1 und habe dann für mich entschieden, dass mir die PlayStation 1-Grafik wesentlich besser gefällt als die Nintendo 64-Grafik. Und das war dann nicht so meins. Ah, vielleicht hat es da auch eine Münze geben können. Eine Münze, eine Blume. Doch, eine Münze geben können. Geh weg da. Geh weg. So. Was war das? So, welches ist das? Okay. Geh bitte weg, du blöde Lava-Fontäne. Okay.
Ja, ist das bestimmt auch was da oben, ne? Ne, das ist nix. Okay. Da geht nicht mal der Bildschirm weiter nach oben. Sowas. Nichts hier? Auch kein versteckter Block? Nein. Weg! Okay. Ja gut, das war ein Versuch wert. Den nehmen wir mit. Und das war, glaube ich, nicht gut. Hm. Ich werde hier nicht auf Anhieb alle Münzen finden, da bin ich mir schon ziemlich sicher. Hi. Nimm mich mal mit. Ich weiß ja nicht, wie lange du jetzt da drin bleibst. Wenn du anfängst zu zittern, muss ich dich natürlich wegschmeißen, aber... Ja, war klar. Kann ich da rein? Ich kann da rein, okay. Da gibt es da vielleicht eine Münze. Das ist der Ausgang? Oh Gott, da habe ich ja richtig viel verpasst. Ich glaube, ich gehe da nochmal rein, ne? Hä? Und das war dann der normale Ausgang, wie es aussieht. Kein Secret Exit. Aber das Level wäre doch noch weitergegangen, oder nicht? Ich muss da nochmal rein. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Dann gibt es da anscheinend auf jeden Fall einen Secret Exit, weil das Level ging doch noch weiter. Also so blind kann ich doch gar nicht sein. Komm her. Die will ich haben. Dann müssen wir das Ganze nochmal ein bisschen genauer uns angucken. Boah, was habe ich denn da alles übersehen? Ja gut, vielleicht ist... Nee, das war ja die erste Münze. Das kann ja mit dem Münzen einsammeln nichts zu tun haben, dann theoretisch. Boah, ein Glück ist da gerade die Fahne weggegangen. Die Fahne? Die, Na, sprich, wie heißt das denn schon wieder? Die Lava. Fontäne. Die Fahne. So, weg hier. Ich mal alle einsammeln. Ja, wahrscheinlich bringt das nichts, ne? Die haben wir ja eingesammelt. Die lassen wir mal da, wo sie ist. Okay. Also ich könnte mir vorstellen, dass irgendwo unter so einer Lavafontäne eine ist. Aber da oben hat was geleuchtet. Warte mal. Oder? Hat da was geleuchtet oder nicht? Oh, ich weiß es nicht. Es sieht halt so aus, als müsste da was sein, ne? Aber ich habe da jetzt nichts gesehen. Vielleicht, das kann natürlich auch noch sein, ist unter irgendeinem so Block eine Röhre. Das wäre doch eine Möglichkeit, finde ich. Ja, da auch nicht. Da. Auch nichts versteckt. Okay. Ich nehme den mal mit. Ah, ich versuche das hier, komm. Ja! Okay, das war die zweite tatsächlich. Ich habe keine übersehen. So, jetzt ist halt die große Frage, wo ist die dritte Münze? Ich bin ja anscheinend zu früh aus dem Level rausgegangen. Und wenn es doch einen weiteren Ausgang gibt, dann kommt da ja vielleicht noch was. Mal gucken. Oh Gott. Das ist scheiße. Weg. Okay, komm her, Kleiner. Da ist er. Ja, jetzt kommt natürlich nichts angefallen. Ja, jetzt ist es zu spät. Okay. Aber ich weiß wo. Ich weiß jetzt wo. Den holen wir uns gleich noch eben. Da bin ich jetzt zeitlich nicht so klar gekommen. Ah, es ist der gleiche Ausgang. Ah, klar, ich verstehe. Ja, der war gut. Der war gut, ja. Okay, gehen wir nochmal rein. Also ich muss groß sein an der Stelle, das habe ich verstanden. Also nee, nicht zwingend. Ich kann natürlich auch mit dem Trampolin versuchen draufzukommen und dann diese Stampfattacke zu machen. So, hoffen wir mal, dass wir irgendwo nochmal eine Blume finden. Hier ist eine, hier ist ein Pilz. Ja, okay, den nehmen wir mit. So, hier kriegen wir die zweite Münze. Genau. Am besten den Pilz behalten. Mein Freund, ich verküsse dich. So. Oh, das Zeug kommt schon hinter uns her. Das ist schlecht. Und ich muss ja leider warten hin und wieder.
Danke, danke. Komm her, dich brauche ich. Das war knapp. Geht doch! Sehr schön, und abhauen. So, jetzt muss ich bloß noch da rankommen und nicht irgendwie in die Lava springen, wenn es geht. So, das musst du jetzt schaffen, Alex. Hopp, hopp, hopp! Okay, ich habe den Dreifachsprung ein bisschen verkackt. Aber immerhin, alle drei Münzen. Und es war so gesehen kein Secret Exit, es war nur eine Abkürzung, dieser eine Röhre da. Aber gut, wir haben alles geschafft, da bin ich schon mal froh drüber. So, dann gucken wir hier mal weiter. Was haben wir denn da? Es ist anscheinend alles sehr, sehr lavamäßig. Ja gut, es ist ja die achte Welt, ne? Also was erwarte ich da? Ist ja klar irgendwo. Oh Gott, wenn ich diese Kreise schon wieder sehe, ne, dann wisst ihr ja schon mal, was ich denke. An eine versteckte Röhre. Aber die sind ja relativ schnell umrundet. Oh, kaputt. Deswegen warte ich einfach mal ab. Da ist nichts, da ist auch nichts. Gut, runter. Dann ist es ein Untergrundlevel, okay. Hier was versteckt? Nein. Auch nix. Ah, die Mucke ist cool. Das gefällt mir. Schöne Version. Oh, fliegende Gumbas. Auch längere Zeit nicht mehr gesehen. Ja, sehr gut. Ist da was drauf? Ich denke ja, aber ich sehe nichts. Gut. Das sind diese tollen Minen, die wir ja schon aus dem einen diesem Burglevel kennen, wo ich da schon ein paar Mal zu kämpfen hatte. Es sieht alles so merkwürdig hier aus, ne? Finde ich. Es wäre hier was versteckt, aber da kann ja nichts sein. Da was? Ja, reinlaufen kann ich da nicht. Kann ich hier reinlaufen vielleicht? Moment. In die Wand. Große Gumbas. Okay. Ach, wie schön. Sehr schön. So, komm, lass hier mal was versteckt sein. Das gibt's doch nicht. Hier gibt's nix. Ich nehme jetzt mal alle mit, weil ich's kann. Ist da was verstecktes Ball? Ja, ich hab was. Ja, jetzt verreck ich. Aber ich hab die Blume. Na gut. So. Ach, die nehmen wir mal mit. Okay. Oh, gefährlich. Gefährlich, gefährlich. Okay, da ist schon die Hälfte. Oh, viele, viele Münzen. Ja, ich lasse mal verkommen. Ich hoffe, dass es nichts Gefährliches, nichts Wichtiges war. Na komm her, wenn sie schon da sind. Nein! Ah, ich hab's im Sprung geahnt, dass ich es nicht mehr schaffe. Nicht so wild, nicht so wild. Ich meine, wir haben noch über 60 Leben. Natürlich kann es sein, dass da noch Level kommen, wo ich die komplett verbrauche, aber eher nicht. Ich habe so ein bisschen Respekt vor der Bonuswelt, weil ich nicht genau weiß, was da auf mich zukommt. Wobei ich sagen muss, ich habe ja letztes Mal erwähnt, dass ich ja schon mal Let's Play zu dem Spiel gesehen habe. Und ich weiß gar nicht, ob ich erwähnt hatte, bei wem ich das gesehen habe. Jedenfalls total lustig. Das war bei Let's Play Markus damals. Und der hat letztens weiß gar nicht, ob es ein Abonnent oder ein normaler Zuschauer war, ist ja auch egal, hat da kommentiert, dass mich Let's Play Markus wohl in seinem Stream positiv erwähnt hat. Er hat wohl über ein, zwei Folgen hier reingeschaut und hat gesagt, dass ich da wohl, weiß nicht, entweder unterhaltsam oder, ja, ich meine, Skill habe ich nicht wirklich. Also, es muss schon anscheinend irgendwie ihm gefallen haben. Er hat jedenfalls das gelobt, was ich gemacht habe. Und das fand ich ja richtig nett. Also, ich muss sagen, das ist ja schon ein kleiner Ritterschlag. Also, wenn man vom Let's Play Markus gesagt bekommt, du, was du da machst, das ist echt nicht schlecht. Da kann man schon ein bisschen stolz drauf sein, auch finde ich. Also das hat mich sehr gefreut, sowas zu hören. Da muss ich echt demnächst mal wieder im Stream vorbeigucken. Oh, ich glaube, da unten ist was versteckt, was ich... Oder? Was meint ihr? Moment. Hier? Oh, bin ich gut. Oh, fuck. Das war wieder nicht so gut. Aber machen wir das mal. Ich habe gerade eine Idee. Nee, warte mal. Kann ich da rein, wenn der richtig... Also ich habe gedacht, wenn der Eisblock da richtig sitzt, könnte man vielleicht in die Röhre reinkommen. Aber naja, ich glaube, das machen wir nicht. Das ist, glaube ich, etwas zu viel des Guten. Kann ich da rein? Tatsächlich. Wow, ich habe gedacht, versuch's das mal. Aber ich habe nicht wirklich dran geglaubt.
Okay. Hä? Hä? Was ist denn das jetzt? Nee, geh mal wieder rein. Moment. Da muss ich wohl da lang. War ein bisschen merkwürdig, das Ganze. Oh, ich habe ein Leben bekommen. Aha, der POW. Soll ich den mitnehmen oder soll ich den hier aktivieren? Weiß nicht. Nimm mal mit. Es scheint kein... Oh! Ja doch, ja. Es scheint aber kein Münzversteck zu sein. Ich könnte da unten runter. Nein, ich glaube, da bin ich nicht lang. Was für eine komische Passage hier. Na gut, es war anscheinend ein normaler kleiner Geheimgang ohne irgendeine Münze. Oh Gott, das hört sich so an, als würde da gleich wieder was kommen von rechts. Wuh! Oh, das ist ein Secret Exit gewesen! Okay, das ist natürlich geil. Von dem hatte ich keine Ahnung, das war eher Zufall. So eine Eingebung, da mal nachzugucken. Zur Kanone eventuell? Oder ist das so eine Abkürzung? Das scheint eine Abkürzung zu sein, okay. Nee, dann gehen wir jetzt natürlich nochmal rein und suchen das Normale. Ja, cool. Das Normale? Den normalen Ausgang, so. Ich will auch nicht mit dir reden. So, es ist, ja, hier gab es, glaube ich, nichts zum Großwerden, ne? Dann gehen wir wieder weg. Ah. Okay. Aber wir haben immerhin schon zwei Münzen. Und ich denke mal, die dritte wird auch noch irgendwie kommen. Da war nichts drin versteckt, ne? Warte, vielleicht oben drüber? Auch nicht. Es hat, glaube ich, ziemlich lange gedauert, bis hier ein Pilz kam. Ja. Vergesst, was ich sage. Aber ich glaube, die Blume hat ein bisschen gebraucht. So. Hi. Da war nämlich keiner drin versteckt. Meine ich. Da war einer. Genau. Jetzt ist es natürlich ein bisschen unpraktisch. Okay. War da oben irgendwas? Lohnt sich das da hochzuklettern? Weiß ich nicht mehr. Ach, da war eine Münze. Die habe ich ja eingesammelt. Okay. Die zweite war versteckt in so einem, in einer Wand. Genau wie das Secret Exit. Den nehmen wir vielleicht noch mit. Wobei, naja, lass mal. Ich habe ja gerade eine Blume. Die reicht mir eigentlich. Brauche kein Risiko eingehen. So. Da können wir mal gucken. Na, ist eine Eisblume? Da ist eine Eisblume drin. War schon klar. Denn warum kriegt man hier eine Eisblume, wenn man da. Ah, egal. Egal. Nicht drüber nachdenken. Ich gehe jetzt weiter. Und notfalls kann ich mir die Eisblume ja holen. Falls ich jetzt getroffen werde. So, oh Gott. Hubala. Oh, fuck. Jetzt hole ich natürlich nicht die Eisblume. Jetzt gehe ich weg. Aber wir haben alle Münzen. Das sollte wahrscheinlich... Ja, das hört sich schon nach Ausgang wieder an. Eins, zwei, drei. Und... Der war gut. Haben wir es endlich mal so hinbekommen, wie man springen soll, ne? Und irgendwas gab es noch von früher, was mir aufgefallen war. Wobei, das wusste ich sogar. Was der Wandsprung? Gab es den Wandsprung schon vorher? Also irgendwas war noch, was mir aufgefallen war. Und da hatte ich auch gedacht, das gibt's schon länger. Ist aber nicht so wild. Ich bin halt nicht so der Nintendo-Nerd. Also ich spiele schon gerne Nintendo-Spiele, so ist das nicht. Aber ja, ich bin auf allen Konsolen so ein bisschen unterwegs. Deswegen verzeiht's mir, wenn ich jetzt nicht der riesige Mario-Experte bin. Hauptsächlich sind die alten NES-Klassiker und so, die habe ich halt viel gespielt, aber sonst halt, also von den 3D-Sachen nicht viel. Bis auf Super Mario Sunshine, das habe ich damals tatsächlich sehr viel gespielt. Das ist für mich auch ein richtig cooles Mario-Spiel. Das einzige Problem bei Super Mario Sunshine, finde ich, sind diese blauen Münzen. Ich habe das damals mit einem Kumpel zusammen durchspielen wollen. Und wir hatten uns in den Kopf gesetzt, oh, wir wollen die blauen Münzen alle finden, aber die kriegt man. Also die sind teilweise so mies versteckt, da hat man keine Chance, die irgendwie ohne einen Guide oder so zu finden. Also finde ich. Das fand ich teilweise richtig mies. Haben wir, glaube ich, auch nicht geschafft. Ich weiß das nicht mehr genau. Schon länger her. Aber da muss ich schon sagen, das war mies. Ja, das war mies. Ist übrigens eine ganz witzige Sache hier gerade. Um mal auf das Level zu sprechen zu kommen. Oh, da unten ist die nächste Münze. Okay.
Okay, das war auch die zweite. Perfekt. Sollte mal runter gucken. Ah, ich habe so ein bisschen Angst. Natürlich könnte da was versteckt sein, aber... Ich will, glaube ich, nicht wissen, was da drin ist, oder? Ach, diese scheiß Bomben. Da ist nämlich was, guck mal. Vielleicht hat das ja einen Sinn, die einzusammeln. Ich weiß es nicht. Ich fahre da mal ein bisschen weiter runter. Da kommt noch mehr. Guckt ihr? Bitte. Ich will die jetzt noch einsammeln. Aha. Mal gucken, was da kommt. Ein Propellerpilz. Das ist ja mal nett. Da ist jetzt nichts versteckt. Aber das ist doch mal eine richtig geile Sache. Bitte mal reingucken. Oh, ich sehe was. Ah, deswegen. Dann kommt man die schneller weg. Alles klar. Und die lasse ich mal, wo sie ist. Die blöde Blombe vor allem. Bombe. Ich habe schon lange kein Propellerpilz mehr gehabt. Kann das sein? Über die. Und wir haben wieder alle Münzen ergattert, ne? Es läuft gerade gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Okay. Fast. Aber immerhin. Ich wusste jetzt nicht genau, wo die Plattformen zu Ende sind und wann die Fahne jetzt genau kommt, aber ja gut. So, das haben wir auch geschafft. Bisher nahtlos alle Münzen abgefrühstückt. Wie gesagt, in der siebten Welt fehlt uns irgendwas. Das werde ich dann nachher nochmal offscreen nachgucken vielleicht und dann mir Gedanken machen, wie wir die ergattern können beim nächsten, zur nächsten Aufnahme hin. Ich mache ja heute nur zwei Folgen, wie gesagt. Dann haben wir beim nächsten Mal noch ein bisschen Restarbeit zu erledigen. Okay. Ach, scheiße. Das mache ich jetzt für so einen scheiß Pilz oder so, ne? Für einen Stern. Nur drei Pilze, ja. Naja. Hätte ich lieber meinen Propellerpilz behalten. Aber es kann natürlich nützlich sein, mal zwischendurch mit dem Pilz das Level wieder zu beginnen oder so. Okay, es gibt eine Burg. Ach, wisst ihr was? Jetzt haben wir uns gerade... Ach, falscher Knopf schon wieder. Jetzt haben wir uns gerade die Pilze verdient. Jetzt holen wir uns auch einen. Und es gab ja irgendwo noch eine Röhre mit einem Mini-Pilz. Fällt mir gerade ein, die ich ausprobieren wollte. Ah, das wollte ich ja auch nochmal nachgucken. Na gut, aber das kann jetzt ja nichts Wichtiges gewesen sein, weil wir haben ja eigentlich alle Münzen bis zu dem Zeitpunkt gehabt. Ja, gucken wir mal. Die nehmen wir gerne mit. Ist da rechts was versteckt? Nein. Vielleicht da unten? Da auch nicht. Will das zumindest wissen, was das ist. Nichts Dolles. Okay. So, da war drauf und... Ich wollte da hochgucken, ne? Ach, scheiße. Wahrscheinlich ist da gar nichts, ne? Aber ich will es wissen. Ich will es zumindest wissen. Mit Sicherheit, dass da nichts ist. Da ist auch nichts. Okay. Okay. Jetzt weiß ich's und kann mich freuen, dass ich weiß, dass da nichts ist. Okay. Es ist auch die erste. Hätte es mal zuerst probiert, ne? Pilz, komm her. Und dann gehen wir mal den rechten Weg. Oder? Weiß ich. Oh, was haben wir da gefunden? Das war Zufall. Was haben wir denn da Schönes? Gibt es da eine Münze? Na, oh, es gibt Propellerpilz. Na, ja, das ist unter anderem. Ja, oder ich nehme einen beschissenen Stern mit. Toll. Ach, Mann. Hätte ich doch jetzt lieber das andere Ding. Also, es ist ja auch hier so, dass es noch einen Rückweg gibt, notfalls. Okay, da ist nichts. Da ist nichts versteckt, okay. Okay. Das ist nichts. Es kann überall was versteckt sein hier. Da ist doch was. Kann mir doch keiner erzählen. Oder? Ah, da ist nichts. Fuck! Ah! Scheiße! Okay, ich muss da lang. Nein! Was mach ich denn? Ach, fuck, jetzt sind wir ganz vorne. Oh! Danke. Nehme ich. Das war natürlich nicht verkehrt. Ich nehme natürlich gerne ein Gratis-Leben mit.
Links, rechts, geradeaus. Da ist auch nichts. Okay, da oben war eine Münze. Nee, ja doch, eine kleine. Da ist nix. Ah, ist da oben was versteckt? Nein, okay. Ich gehe mal weiter, aber ich glaube, ich habe schon was übersehen. Ich hab so die Befürchtung. Okay, das ist nicht so schwer. Da, wo die Münzen sind, ist halt sicher. Sowas, da kann ich mit leben. Na komm her. Hier runter, wo ich alles mitnehmen. Jetzt kann natürlich wieder irgendwo in der Wand was versteckt sein, ne? Das ist natürlich auch wieder mies. Irgendwo ganz mieses Versteck. Ich glaube einfach mal nicht, aber man weiß es halt nicht, ne? Halt da hinten? Nee. Ha! Oh! Das ist wohl die dritte, weil ich habe ja gerade eine gesehen. Ha! Oh. Soll ich da hinten nachgucken? Nee, ich will es nicht riskieren. Ich gehe wieder raus. Oder ist da ein Mini-Pilz drin? Ich kann ja vielleicht auch so tun. Okay, geht auch so. Alles klar. Haben wir alles. Ja, wunderbar.